Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wenn ihr das hier sehen könnt, dann ist endlich das NDA zum neuen OnePlus 6T-Smartphone gefallen. Das wurde gerade in New York vorgestellt und ich habe jetzt bis zum letzten Moment gewartet, habe sogar noch die Pressemitteilung, die heute rausgehen soll, aber guckt mal hier, immer noch kein Preis genannt. Ich weiß aber so viel, eine 64 GB Version gibt es nicht mehr. Jetzt beginnen die Geräte mit 128 GB. Und da ist jetzt die Frage der Preis. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich war vor einiger Zeit beim NDA-Event, wo man mit den Geräten schon rumspielen konnte. Da wurde auch nichts gesagt. Da hieß es nur ein bisschen mehr. Deswegen kann es eigentlich nur 580, vielleicht auch 600 Euro sein, je nach Modell. Ich tippe aber einfach mal auf 580. Und ja, richtig geraten, in dieser DHL Express Box aus Hongkong über Tschechien ist jetzt dieses Mal wieder ein Testpaket und vor allem das große, guckt mal, da sind gleich hoffentlich wieder alle Hüllen mit dabei. Jetzt bin ich mal gespannt. So, links liegt das 6er, bedeutet auch dieses Jahr, also die T's haben, hat da der Buchstabe T eigentlich jemals für irgendetwas gestanden? So, da gibt es keine Informationen auf der Box, wir haben aber die Pressemitteilung. So, und vor allem, es hat sich bewahrheitet, die Gerüchte. Nummer 1, wir haben der Tropfen-Notch. Nummer 2, der Kopfhöreranschluss ist weg. Nummer 3, dafür ist der Akku größer geworden. 5700 mAh. Und wenn man so will, Nummer 4, nein, drahtloses Laden hat die Kiste nicht. Und es gibt nur zwei Farben. Ich glaube, also schwarz und, also mattes Schwarz. Und ach so, bei euch, doch, ist da Kleber. Zwei Farben, mattes Schwarz und wieder glänzendes Schwarz oder Midnight und wie es nicht heißt. Nee, so geht's nicht. Also doch mal ganz kurz hier reinratschen irgendwie. Ne, kommst du wohl? Ist aber wieder schön geklebt. Also mach mal so und dann die Box kaputt. Also in der Regel sollte man das Ding jetzt so aufklappen und man sieht, Unlock the Speed. Natürlich ist hier drunter der neue, was heißt der neue eigentlich, der alte 845er. Munkelt man ja, ne? In 2-3 Monaten wird dann der Nachfolger von Qualcomm vorgestellt werden. Hier drin, lasst mal reingucken, damit ihr das seht. So kommt das dann bei den Presseleuten an. Da gibt es dann auch die Infos, was ist neu. Basismodell, was ich ja eben gesagt habe, Larger 6,41 Zoll Display und. Da seht ihr auch schon das Design, die Farben und den Fingerabdruckscanner im Display selber. So, und so sieht das dann hier eigentlich aus. Gut, habt ihr dann auch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen können. Und dann die Anleitung, was man in der Box findet. Einmal ein 6T, dann Cases und Bumpers, dann USB Type-C Kopfhörer, die genauso viel kosten wie die alten mit Klinke. Saubermachtuch, Reviewers Guide, die Box, Lightbox. Ach so, guck mal, dann kann man das. Und ein Ständer. Damit man damit dann direkt irgendwie Fotos machen kann. Oho, jetzt bin ich aber hin und weg. Das Wichtigste, das Gerät selber. OnePlus Community. Ich habe hier Midnight Black 128 GB. Das ist dann Nummer 1. Dann Schaumstoffpappen. Dann wahrscheinlich die ganzen Oh, schön. Und das ist das Schöne, wenn man so eine Press-Review-Box bekommt. Oh, schön, schön, schön. Was haben wir denn? Bitte Sandstone, bitte Sandstone. Nein, wieder einmal das Nylon-Case. Dann einmal das rote Silikon-Case, denke ich mal. Ach, steht ja auf der Rückseite. Ja, rotes Silikon-Case. Und jetzt, komm schon, Sandstone. Und ja, Sandstone, ich bin gerettet. Schnüff. Ich bräue ja nach wie vor das erste OnePlus-Gerät nicht mehr zu haben. Und dann haben wir einmal die Kopfhörer. Genau, die Bullets mit USB Type-C-Anschluss. Reinigungstuch und das Ständerding zum Aufpacken, Aufklappen, wo sich dann irgendwie so eine Fotobox basteln kann. Ja, okay. So, und jetzt habe ich euch eigentlich schon viel zu sehr auf die Folter gespannt. Und ganz ehrlich, ich hatte mir es schon so überlegt. Ne? Ich habe den Textmarker und dann markiere ich hier schön, was neu ist, damit ihr das jetzt hier auch einmal lesen könnt mit den Kameras und was nicht alles. Aber das hat man ja jetzt gerade eh schon gesehen, beziehungsweise in diesem lustigen Reviewers Guide, was dabei ist. Unlock the Speed war, glaube ich, dieses Mal das Logo. Ratschen wir mal vorsichtig in die Verpackung. So, und ich habe damals, was heißt bei dem NDA-Termin, konnte man leider noch nicht so viel filmen, weil das echt auch softwaremäßig noch Vorserienteile waren.
Man konnte auch noch nicht vernünftig mit dem Fingerabdruckscanner rumspielen. Deswegen konnte man da gar nicht so viel, schon mal sehen. Aber guck mal hier, haben die alten Sechserboxen? Vorne steht nur eine 6 drauf. Okay, die ist definitiv so, was soll man sagen, so marmormäßig designt. An der Seite gibt es dann aber nur das rote T zum Finden. Und Unlock the Speed 3, 2, 1. Und da haben wir das gute Stück mit dem Hinweis, da ist der Fingerabdrucksensor. Ansonsten gibt es in der Box Invitation Letter, Open. Ach krass, guck mal hier. Das ist ja mal, also das hat OnePlus seit eh und je vernünftig drauf, dass das Auspacken ein Miterlebnis ist. So, und hier gibt es den 5 Years Old and a Million Stories Told. Dear Friends, bam, 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 never settle. Das ist aber nett gemacht. Also mal ganz ehrlich, nette Sache. Wir haben wieder unser, jetzt muss man aufpassen, weil Dash Charging heißt es ja nicht mehr. Irgendwie gibt es da Gerüchte, dass da Lizenzstreitigkeiten gibt. Deswegen nennt auch OnePlus seine Ladetechnologie nicht mehr Dash Charging, sondern irgendwas anderes. Das hier ist 5 Volt 4 Ampere, also ein 20 Watt Ladeteil. USB-Kabel in unserem bekannten Rot ist auch dabei. Und da, ich weiß, viele haben schon geschrieben, was mache ich denn jetzt, wenn ich noch Kopfhörer mit Klinkenkabel habe? Es gibt direkt in der Box einen Adapter dazu. Also wer noch kabelgebundene Dinge hat, braucht nicht verzweifeln. So, dann das Gerät an sich. Schalten wir es auch schon direkt mal wieder ein. Der Alert-Slider ist nicht gewandert, also ist wieder rechts. Irgendwann ist er immer von links auf rechts rüber gehoppelt, immer noch dreistufig. Oh, fühlt sich sehr nett an. Packen wir mal die Folie weg. Ne, da war jetzt nicht wirklich viel. Und hier unten das Hinweisding einmal zur Seite. Und ihr seht es im Matt gehalten, die Boot-Animation. Und während das lädt, hole ich mal das Sechser und hole es auch aus der Hülle raus. Oh, das wäre jetzt auch gerade die schöne Frage gewesen. Passen die Hüllen denn? Muss man da ein bisschen was beachten? So, und da seht ihr jetzt eigentlich den großen, großen, großen Unterschied hier. Wobei, horizontal, so, jetzt seht ihr es. Dreh dich doch auch nochmal, damit wir hier eine Notch sehen. Na, kommst du wohl her? So, da oben seht ihr jetzt den großen Unterschied. Nummer 1 natürlich ist das Display in Summe nochmal größer geworden, auch unten der Rand. Da ist einiges weiter runtergegangen und Nummer 2 halt das Format von der Notch. Jetzt fragt ihr euch, wo ist der Lautsprecher? Der ist nach wie vor oben, aber da oben seht ihr das jetzt. Der ist jetzt sozusagen da an den Rahmen reingewandert. Lasst euch nicht irritieren von den Öffnungen unten. Es ist nach wie vor nicht Stereo-Sound. Hier unten ist nichts, hier unten ist das Mikrofon. Lautsprecher oben, USB Type-C, Antennenstreifen, An- und Ausschalter, komm mit rechts ran, an den Alerts leider nicht und lauter und leise. Nach wie vor die OnePlus-Dinger, eins von den Geräten, die man bequem mit allen Tasten, also zumindest an, aus und lauter und leiser mit einer Hand bedienen kann, ohne umgreifen zu müssen. Hüpf. Oben nur Mikrofon, sonst nichts und auf der linken Seite halt an und aus. Und wer jetzt aufgepasst hat, genau da oben ist noch der SIM-Karten, der SIM-Kartenschacht. So, kein Micro-SD, wie wir es kennen, wohl aber Dual-SIM. So, und ansonsten Rückseite Kameras, kommen uns sehr bekannt vor, die Module. Steht auch wieder so ein Ticken ganz, 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 ganz wenig raus. Das kommt uns auch bekannt vor und damit sind wir auch schon durch. Und der erste Eindruck: Es ist halt ein OnePlus-Gerät. So, und jetzt ist natürlich die große Frage. Ich kläme mich mal aus. Also, ganz natürlich, ne? Das Neue sieht schöner aus mit der kleinen Notch. Das hat natürlich was und das größere Display. Aber die große Frage wird natürlich sein, wie ist die Akkulaufzeit? Ne? Kopfhörereinschluss habe ich ja schon erwähnt. Wie gut funktioniert der Fingerscanner im Display? Wobei, seien wir auch da ehrlich, ne? So schnell wie das normale Face Unlock hier immer drauf funktioniert hat. Aber es ist schön, dass das mit an Bord ist. Gucken wir noch schnell in die Box hier. Ach, guck mal, zu dem ganzen Cases. Ach ja, nee, das war ja die normale Verkaufsversion. Auch hier gibt es dann wieder eine Klarsichthülle. Auch hier gibt es dann wieder unsere Anleitung. Und auch hier gibt es nach wie vor ein SIM-Karten-Tool, Safety-Informationen, ein Starter. Oh, guck mal, der ist neu. Den Starter-Guide hat OnePlus überarbeitet. Einmal in Rot designt, wo kommen die Karten rein, wie starte ich es und wie packe ich meinen Finger da drauf. Und aber, krass, keine Aufkleber, keine Aufkleber mehr. Oh nein, OnePlus hat die Aufkleber weggekürzt. Schade,
Das finde ich sehr schade. So, aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Und ich bin mal sehr gespannt, was denn jetzt gleich der richtige Preis gewesen ist. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!